Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Grimdawn, Largest Update. Ja, wir sind bereit. Wir gehen ab hier in das Addon. Ja, ich verstehe so gut, dass deswegen kann schon eine Belastung sein. Schwinde der Illusion. Aha. Ja, wir haben auch noch ein paar Items, die wir wegwerfen können und ich würde sie nicht besser. Schlecht. Ja, Verlangsamungswiderstand ist eigentlich schon echt gut. Ach komm. Come see what's left of my wares. Verlangsamung muss ich nicht schauen. Ich habe noch nie so richtig extrem langsam mich gefühlt. Vor allem am Anfang nicht. Deshalb Iron machen will wir das spend. nicht. Also verkaufen wir. Und was müssen wir jetzt machen? Ich weiß es gar nicht mehr. Ashes of Malmaut? Nein, das ist das andere Addon. Ah, hier vielleicht. We speak at last. As I am sure you know, there are many who now cast their gaze Okay, ich rede upon mal our ein bisschen travel. rein. I cannot speak of such things in this place. The cursed gaze of our foes is Ja, cast auch wieder upon us here. stoppen und So lesen, I wenn will ihr be Lust brief. habt. Great powers are gathering within the distant lands of the Forgotten Goods, fallen ja. court. Also, dann gehen wir rein. Und gucken mal. Also, ich erinnere mich jetzt nicht mehr so viel daran, an das Addon. Ich habe es jetzt eigentlich nur ein- oder zweimal gespielt. Ich weiß noch, dass wir hier ein Schild finden. Einfach eine neue Waffenklasse. Einfach ein Kampfschild. Okay, hier in der Ding drin. Nice. Noch eine Sense. Wunderbar. Ja, ich habe jetzt wieder Lust, mehr Grimdawn zu bringen, weil eben, es macht einfach mega Motivation. Das Addon, So, das eine Addon, das you are in andere, the Corvin bin Basin, ich eigentlich a land so ravaged by gods and man alike. The three have decreed that I seek out worthy allies. angetan, Go to weil the center Gift of the nervt camp schon before the extrem in dem Game. statues. Und ja, die Pflanzen und so nerven ein bisschen. Aber dafür ist vor allem das Endgame, also der Malmauf, die Stadt, richtig interessant. Also das ist schon High-End. Das schafft I'll give you a jetzt zum good Beispiel price on one dieses of that Addon left. kaum im Endgame so interessant zu sein. See you around. Bei diesem Addon The ist es vor allem emissary. der Mittelpunkt, der The eigentlich super emissary ist. warned me of your coming, but whether you may remain here Sollen wir is das not schon a mal matter of machen? his choosing. Komm, das machen wir schon mal. Ich auch die richtige Taste wieder drücken. So, ich bin immer noch gewöhnt an Path of Exile. Ich habe vorher Path of Exile gespielt. Ich muss mal kurz schauen, dass ich da ein bisschen leiser mache, weil bei mir ist es schon extrem laut. Und das meine ich wirklich mit extrem. Kurz das, den Buff aktivieren. So. Also das haben wir scheinbar geschafft, war nicht so schwer. The emissary Aber was wie right. wir By the jetzt blessing, hier our battle. By reinkommen, the bless, our ba by the bless. The das können wir emissary noch was nicht machen, right. ne? As our battle against. Okay. The Weil es gibt Oracle. so eine Art Rift-System, wo man ständig, also in einem Gebiet, eine bestimmte Anzahl Gegner töten muss, Seelen sammeln muss. Und dann kommt man eine Ebene weiter und hat dann mehr Schwierigkeitsgrad und so. Und wenn man das viermal macht, bekommt man richtig gute Belohnungen. So, wir suchen jetzt gerade mal kurz noch die Stadt ab, nach ein paar Secrets. Ja, aber momentan ist einfach noch nichts los. Wir müssen zuerst ein bisschen weiter spielen. Ja. Dann gehen wir eigentlich direkt nach Norden raus. Und, überprüfen mal, was hier denn so Dinge haben. Wir müssen irgendwo wieder zurück. Konklave der Drei, also wir müssen irgendwo noch mit jemandem reden. Können wir hier oben auch irgendwas finden? Also es ist jetzt ziemlich blind, also ja.
Ich spiele allzu viele Spiele, dann habe ich manchmal einfach nicht so den Kopf mehr, was denn genau so in einem Game passiert ist. Aber das ist auch gut, so dann kann ich I could hear them. Relativ gut das Spiel wieder blind zocken, also halb blind. Finde ich toll, weil manchmal, also ich bin einfach ein bisschen verwöhnt in Sachen Geschichten und so weiter. Das ist die Qualität halt meistens nicht so groß, weil ich immer viele Bücher gelesen habe, viele Filme geschaut habe, sind die Dinge nicht so interessant. Also wir sind jetzt dem Büsme-Kult beigetreten. Don't worry. Ob das jetzt die richtige Entscheidung war, weiß ich nicht. So you've chosen to fight under Bismil's banner. Yes. Aber ich denke schon, weil ich habe keine andere Auswahl, oder? Well, look what we've got here. Ja, Hexengöttern ist schon eher was für Mager, oder? Als, was sind das eigentlich? Dem reichen Mann. Ja, ich bin jetzt nicht ein reichen Mann. Ich bin nicht ein Gott, der mich reich macht. Also das ist eher so für Nahkämpfer und Fernkämpfer. Und das andere ist für Magier. Well, look. Gut für euch. Ja. Well, look. Ich weiß jetzt gar nicht, was ich machen muss. Okay. Natürlich. So, haben wir das mal schnell durchgemacht. Back already. The und jetzt? Blutwächt und unterstütze Bismarck-Kult, repariert die Brücke nordwestlich, als David Crossing führt. Also das ist der Akt 2 dann von der Hauptgeschichte. Da ist die Treppe. Und jetzt können wir weitergehen. Ich denke, ich werde ein bisschen mehr spielen, also mehr erkunden und so weiter. Weil mir nimmt es natürlich schon Wunder, was alles so möglich ist hier im Add-on. Also was einfach nebensächlich auch ist. Ob die Dungeons jetzt auch schon machbar sind und so. Weil es gibt schon harte Dungeons in diesem Gebiet. In diesem Add-on. Schauen wir mal. Aber ich mag die Gegner. Einfach sehr. That skill's not ready. Aber sie hauen auch rein. Ja, und ich habe jetzt Autoklick auch angemacht. Also Auto einsammeln. Das war schon ein bisschen nervig, ständig drauf zu klicken. Das haben sie leider erst jetzt seit kürzlich eingefügt, glaube ich. Ja, schon ein bisschen mehr. Ja, und die hauen richtig rein. Also eventuell müssen wir noch ein bisschen leveln. Eventuell geht es halt noch nicht so gut mit dem Add-on. Es wird sehr schwer sein. Ja, da ist nämlich schon ein recht starker Boss-Gegner. Gebietsboss oder so, wie man den sagt. Okay. Wir müssen noch defensiv sein, ist klar. Und es gibt richtig tolle Secrets in diesem Add-on. Ich möchte schon relativ früh die Secrets haben. Aber genau weiß ich es halt auch nicht mehr. Die Dinge haben diese Giftwolken, da muss man unbedingt rausgehen. Die machen sehr viel Damage. Okay, hier ist noch Bismarck und Drake-Kult. Drake ist auch ein, ja, ein Gott, glaube ich, Gift. Also es gibt Drake's Evil A, das ist vom Okkultisten. Ein böses Auge oder so. Auf Deutsch. Und ist ein richtig cooles Spell, aber ein bisschen zu langsam für meinen Geschmack. Aber ich habe den mal recht lange gezockt und fand ihn dann im Endgamer schon richtig cool. Aber der braucht einige Zeit, bis er richtig stark wird. Ja, eben überall Gift, das ist echt heftig. Oh, was ist das? Sind das die Magier? Heftig, wie die einhauen. Ja, ihr seht es, es ist viel schwieriger als das Hauptspiel. Gleich nochmal ein bisschen leveln. I can't do that yet. Aber wir machen jetzt zuerst mal bis zum ersten Waypoint ein bisschen durch. Ja, durchkämpfen und hoffentlich nicht sterben.
Ja, das Gift ist heftig that stark. Skill's not ready. Ich konnte gar nicht mal mehr gegen heilen. Okay, wir lassen das. Schade. Ist viel zu schwer noch. Ich brauche Giftresistenzen. Aber wir machen das mal, wenn das jetzt schon geht. So, wir machen auf Defensive. Wir machen das. Das ist jetzt hier physische Schaden, Gesundheitsregeneration, Energieregeneration. Lassen wir mal auf 1. Aber verkürzte Giftungsdauer, das ist nett. Machen wir hier auch einen Punkt und dann machen wir auf Herz des Wildnis. Sonst haben wir da einfach keine Chancen. Ja, und hier müssen wir halt auch mehr Damage machen, leider. Und nicht mehr defensiv. Oder wir machen jetzt zuerst defensiv. Jo, und jetzt müssen wir hier oben diese Seelen sammeln. Und das wird wahrscheinlich schon echt schwer sein. Aber ich finde es ein guter Modus. Einfach hat er nicht so eine große Bedeutung, wie ich gerne hätte. Also ein bisschen mehr auf Story oder so geachtet. That skill's not ready. Gewesen als nur stumpides Killen. Ja, und dafür bekommen wir auch mehr Zeit und ja, Bonis auf also nicht die nächsten Gebiete irgendwie so, wenn wir schneller gehen. Aber ich sehe, das ist schon wieder recht schwer. Ja, mein Charakter ist halt noch nicht so stark, man merkt es. Es war schon wirklich ein OP-Beat, aber eher für den Hauptmodus. Wir sind noch zu früh dran. Mit weiter spielen, also aus der Hauptmodus. Vielleicht Crucible. Aber gut, das ist halt auch dann eher ein bisschen unfair, je nachdem. Am Anfang. Wir haben einfach noch nicht die Items. So, okay, da haben wir 3 Minuten schon Zeit, cool. Also es macht nichts, wenn wir relativ viel also lange Zeit brauchen. Bis wir ein bisschen höher sind. That skill's not ready. Wie heißen sie? Das erschütterte Reich, okay. So, Boss. Da oben haben wir irgendwas. Ein Buff, ein Schrein. Okay, wir müssen da irgendwie so ein Kraut, ein Gehirn investieren, damit wir einen Buff bekommen. Das haben wir halt nicht immer sofort zur Verfügung. Okay, ich schon. Aber wenn man am Anfang noch nicht zur Verfügung hat, das ist natürlich schon ein bisschen blöd. Oh, ich bin gleich reingelaufen, aber es macht nicht so viel Damage, wie ich dachte. Sehr gut. Wunderbar. Okay, dann sind wir eigentlich schon fertig mit den Seelen. Aber es müssen... Ah ja, hier ins Portal. Sehr gut. Aber weiter machen wir jetzt nicht. Ah, wir können gar nicht raus. Dann machen wir noch ein bisschen weiter, hä? Dann ist das unser Content für den nächsten Part, bis wir genug stark sind. Vielleicht bekommen wir auch ein Item über, das uns weiterbringt. Am besten nicht immer geradeaus gehen, sondern ein bisschen zickzack, damit ihr alle Gegner findet. Genug Gegner findet, bis ihr am Ende der Map seid. Die Maps sind schon groß, aber nicht so groß, was man jetzt sagen kann. Man kann einfach die ganze Zeit durchlaufen oder so. Ihr braucht die Seelen, das ist einfach wichtig. Aber ja, es gibt relativ wenig Seelen hier. Vielleicht finden wir die Gegner jetzt denn. Dann noch Stechmücken. Ein bisschen ausweichen, ein bisschen. That skill's not ready. Mit dem Mana-Kosten geht's eigentlich noch. Und, ja, es ist relativ einfach jetzt wieder. Aber wenn so richtig ein Burst-Damage reinkommt, dann müssen wir einfach auf die Verteidigung echt That skill's achten. Not ready. Ah ja, ich muss ihn ja aktivieren, den Buff, stimmt. Machen wir das gleich mal noch kurz. So. Ich dachte, das wäre passiv, aber nein, stimmt, das ist nicht passiv. I can't do that yet. Na, der
Ding ist schon wieder weg. Aber geht auch relativ gut, auch wenn sie schnell waren. Prima. So langsam sind wir schon wieder ein bisschen stärker. Ich liebe die Blätter, das ist so geil an mir. That skill's not ready. Schade, sind sie flach und nicht irgendwie 3D oder so. Gut. Das ist Meckern auf hohem Niveau. Grafik ist trotzdem schön. Wenn ihr könnt und das Spiel auch habt, spielt mal auf 4K. Also sieht tausendmal schöner aus als Full HD. Aber ja, das kann ich halt jetzt momentan nicht aufnehmen, sonst würde es laggen. Sonst würdet ihr Latenzprobleme sehen, stottern. Aber das werde ich dann, sobald ich dann eine neue Grafikkarte habe und einen zweiten Bildschirm und so machen. I can't do that yet. So, hier sind ein paar Sternchengegner. Guten Tag. Sind Sie Herr Sternchen? Was machen Sie denn hier? Ah, oh, sterben. Okay. Ah, that skill's not ready. Das ist ein Buff-Dot-Gebiet, glaube ich, oder so. Das ist auch nicht genau. Ich erkenne die Dinger noch nicht so gut. Die verschiedenen Skills. Nein, Bab, jetzt nicht. Im Kasten. Ja, dann ist er raus. Weiß es nicht wohl. Mein Vater suchte eine Katze. Ja gut, dann haben wir das auch geschafft. Und jetzt, ja, komm, machen wir ein bisschen weiter. 16, ja, das schaffen wir noch. 2 oder 3 Gebiete. Bis dann ein Boss kommt und wahrscheinlich sterben wir dann, leider. Aber können wir dann irgendwie raus? Kann ich scheinbar irgendwie nicht raus. Was muss man machen, damit man rauskommt? Eben auf das nächste Gebiet, auf 5, glaube ich, also je 5. That skill's not ready. Kann man dann raus. Ist ein bisschen doof gemacht, dass man immer wieder gezwungen wird. Ja. Einfach irgendwo weiter zu spielen, bis man endlich mal wieder dann ohne Probleme rauskommt. I can't do that yet. Aber gut. Wir gehen jetzt mal hier rechts herum. Eigentlich gehe ich immer gerne rechts herum wegen Diablo 2. Immer rechts herum in Diablo 2, auch in Grimdarm, immer rechts herum. I can't do that yet. Ich kann das nicht machen, ich bin einfach voll der Lappen, ich hab abgezahlt, Na gut. Dann klicke ich nicht immer ständig. Weil Abklingzeiten doof sind. Ja, ich habe schon Lust, in den Prod Grim Dawn Mod zu installieren. That skill's not ready. Könnte ich eigentlich dann machen, wenn so langsam das Spiel dann in einer Phase ist, wo man eigentlich nur noch grindet und so. Werde ich dann installieren. Also wahrscheinlich dann im Epic Schwierigkeitsgrad mit dem Improved Minecraft Mod. Oder wie er heißt, ich glaube er heißt so. Oh, ein Sternchen gegen. Oh. That skill's not ready. Weil der verbessert Minecraft. Minecraft. Grim Dawn natürlich noch ein bisschen mehr. Ja, heute habe ich eigentlich geplant, einen Minecraft-Stream zu machen, aber ja, es kommt halt einfach nicht so gut an und ich habe eigentlich nicht so viel Zeit. I can't do that yet. Oh Gottchen, liebe Leute, ich werde da verfolgt. Hey, ja. Das ist ein bisschen schwer hier gerade. Kann man das irgendwie ein bisschen fixen? Fix this problem! Was ist denn da so ein Angriff? Ich glaube, der Eishai-Ermann OB. Eine mächtige Seele dafür. Oh ja, Aritrox. That skill's not ready. Und ja, diesen Himmelsschauer, Himmelssplitter oder so. Das ist natürlich auch recht stark. Können wir gleich mal schauen, wie der heißt. Himmelsscherbe, okay. So, wir haben fertig. Der hat viele Seen gegeben. Wir haben ja irgendwie so noch ein recht großes Stück gehabt. Und jetzt fortfahren.
Ah, jetzt kommt der Boss. Okay. That skill's not ready. Oh, ziemlich krasser Angriff. Lieber wenig aus dem Weg und nicht so eingefroren werden. That skill's not ready. Ich fühle mir ein bisschen unsicher. Krass, wie viel Erfahrung. Well done. Ich muss tiefer runter, es reicht, ich möchte meine Belohnung abholen. Und ein Level Up. Krass. Gibt sofort Level. Und was müssen wir jetzt hier machen? Was hier Kisten? Ah, ein Schrein. Das ist cool, dass wir einen Schrein schon haben und dass wir das früher gemacht haben. Das ist nett. Und die Belohnungen sind lecker. So ziemlich toll. 3 blaue Items für den Anfang. Müsst einfach bedenken, man hat am Anfang nicht so viel Loot. Also das ist schon krass. Okay. Da, ja. Ist nicht unbedingt so für uns. Aber Widerstände, Gift und Säurewiderstand. Ja, ich muss noch ein bisschen warten. Hä? Ah, 27. 24, oh ja. Der brauche ich. Habe ich nötig. Werde ich nehmen. Der tue ich für die anderen Charakterklassen. Ah, oh, Giftschaden. Aber das, ja, verschlingende Schwarm möchte ich schon mal gerne spielen. Nettes Item, aber nicht für unseren Bild. So, was haben wir hier? Nur Verbrauchsgüter. Naja. 3 Punkte. Also eventuell muss ich ja den Konstitution auch Punkte setzen, aber jetzt noch nicht. So. Und was sollen wir hier machen? Die Eidechse hat ja Laufgeschwindigkeit, Leben, Gesundheitsregeneration, Verfassung. Hat es irgendwie Resi? Resis? Resi? Resistenzen verringerte für Resistenz. Säureschaden. Haben wir da nicht irgendwie Schildkröte? Wie heißt es denn? Hier ist eine Absorption, wäre noch nicht schlecht. Ich brauche irgendwie etwas, was mich defensiver macht. Widerstand, okay. Tab war wieder an. Wieder. Ist neu hier? Ah, wieder. Ja. Blutungswiderstand, Lebenskraft, Energie, Gift, wieder. Kein Giftwiderstand. Einfach nur wieder und maximaler Blitzwiderstand. Also dann machen wir das über Derivation nicht, der Widerstand erhöhen. Vielleicht Lotus, ne. Was ist das? Ja, Lotusblume. Hier wäre das Hüter. Wäre nicht schlecht, aber wir brauchen Gelb und Gelb bekommen wir eigentlich nicht so viel. 5% Leben wäre auch nicht schlecht. Psychischer Widerstand wäre auch nicht schlecht, aber ja, wir gehen hier auf Ätherwiderstand. Ja, dann will ich das, was am meisten Schaden macht. Für Schaden haben wir jetzt zwar nicht, aber gut. Und jo, machen halt nächsten Part weiter mit Akt 2, bis wir noch ein bisschen stärker sind. Und ja, ich bedanke mich fürs Zusehen und weiterhin danke für die tolle Unterstützung auf YouTube. Und ja, wenn ihr Lust habt, könnt ihr auf meinen Discord-Server ein bisschen etwas quatschen, etwas schreiben oder so. Bis dann. Tschüss.